zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lena von Lena Hill on Tour und ich mache heute ein neues Videoformat. Am Tag nach den Awardshows gucke ich mir unglaublich gern die Red Carpet Looks an, also einfach was die Leute so anhatten. Und natürlich habe ich dazu auch meine eigene Meinung. Manche Sachen sehen toll aus, manche Sachen sehen richtig blöd aus. Ja, natürlich bin ich völlig unqualifiziert darüber, mein Urteil abzugeben, aber ich dachte, es ist vielleicht spaßig für euch und für mich, mal so ein kleines Video zu machen, wo ich mir einfach diese Red Carpet Looks angucke und meinen Senf dazu gebe. Was haltet ihr davon? Ich habe hier meinen Laptop neben mir stehen und die Seite von harpersbazaar.co.uk offen. Gut, Freunde, dann lasst uns mal anfangen. Ich bin schon echt gespannt darauf. Also das Erste mit Blake Lively und Ryan haut mich schon mal ordentlich um. Die beiden sehen tippitoppidi aus. Das Kleid von Blake Lively ist ja mal so der Hammer mit diesem Glitzerkragen und diesem Detail hier unterm Arm. Geil! Und diese Teile hier an der Hüfte, das sind vielleicht nicht so richtig Taschen. Es schmeichelt ihrer Figur auf jeden Fall sehr. Gut, als Nächstes haben wir hier Natalie Portman in einem gelben Ensemble und ich finde, das steht ihr großartig. Ich meine, ich glaube, sie ist übelst schwanger, so sieht sie zumindest aus. Sie sieht aus, als hätte sie das übelste Zelt an, aber sie sieht trotzdem aus wie eine Königin. Großartig, ich liebe es. Hätte ich ihr auch angezogen, sag ich mal. Gut, dann haben wir Emma Stone in einem Ensemble von Blassrosa mit silbernen Sternen drauf. Ich habe La La Land zwar noch nicht gesehen, aber ich stelle mir irgendwie vor, dass sie die ganze Zeit dort auch solche Kleider trägt. Sieht auf jeden Fall gut aus an ihrer zarten Figur. Als Nächstes haben wir hier Sienna Miller in Michael Kors, was ich übrigens sehr schön finde. Ich mag solche T-Shirt-Dresses, also so Kleider, die oben aussehen wie T-Shirts und unten halt Kleider sind sozusagen. Das finde ich übelst hübsch. Und ich finde, das sieht jugendlich aus. Ich finde, sie sieht übelst jung aus. Sie ist doch schon älter oder was? Aber die sieht übelst jung und frisch aus in dem Foto. Geil. Mit diesem kleinen Cutout an der Seite, das finde ich echt toll. Sieht irgendwie fresh und verspielt aus. Auf jeden Fall, das gefällt mir. Mir gefallen auch diese geraden Linien. Sehr schön. Und dazu halt so ein paar Perlen. Ich finde das nicht zu viel. Das Kleid ist einfach so schlicht, da passen die Perlen übelst gut. Finde ich toll. Wow, Sienna. Well done. Als Nächstes haben wir Michelle Williams in Louis Vuitton. Und das Kleid finde ich nicht cool. Das finde ich weird. Also ich bin sowieso kein großer Fan von Lace. Also so von so Stickerei. Und das Kleid besteht quasi nur aus Stickerei. Also ich meine, wenn sie es toll findet, dann soll sie das ruhig tragen. Aber ich mag es nicht so. Ich mag auch diese Ärmel, die so auf dem Oberarm sind, auch nicht so. Wie gesagt, ich mag lieber so T-Shirt-Sachen. It's not my favorite look, sag ich mal. Reese Witherspoon sieht ja mal tipptopp aus in Gelb. Steht ihr einfach mal grandios. Auch ihre Figur großartig. Die sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren, die Frau. Die sieht einfach tipptopp aus. So, dann haben wir hier Amy Adams in Tom Ford. Und das Kleid ist interessant, weil es so schillert, würde ich sagen. Solche schillernden Stoffe betonen halt auch immer sehr alle Rundungen, die man so hat. Also ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlicht finde. Irgendwie finde ich es auch gut, so untenrum ab der Taille. Aber was ich nicht mag, ist dieser übelst gerade Ausschnitt hier oben. Das mag ich nicht. Da bin ich kein Fan von. Also ich mag klare Linien, aber nicht so ein von links nach rechts Dingens, das einem so die Brust abschneidet und die ganzen Rundungen, die man so zu bieten hat, cuttet. Aber ansonsten finde ich das sehr schön. Hier den Schmuck dazu an den Ohren und am Armband und ihr Make-up und ihre Haare und so. Eigentlich passt das gut zum Kleid, zu diesem fließenden. Oh wow. Naomi Harris in Armani. Sieht für mich irgendwie aus wie so eine Kristallvase oder so eine Metallvase wahrscheinlich eher. Ich finde den Ausschnitt interessant hier oben mit diesem tiefen Schlitz. Ich finde das interessant. Ist mir ein bisschen zu gerade oben geschnitten. Ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn da mehr Rundungen irgendwie wären. Also so der Busen und die Taille gehen so in eins über und dann geht so erst der Po ab, wisst ihr? Und irgendwie wäre es schöner, wenn oben ein bisschen mehr Rundung wäre. Also just my thinking hier. Ihr wisst, alles meine Meinung. Dann haben wir hier Jessica Chastain in Prada. Und was muss ich sagen? Ich muss sagen, es gefällt mir nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Ein bisschen wie Kaugummi. Wie blaues Kaugummi. Irgendwie, ich kann das gar nicht zuordnen, diesen Stoff. Merkwürdig. Absolut merkwürdig. Ich bin halt kein Fan von diesem übelst krassen Ausschnitt irgendwie. Chrissy Teigen in Marchesa. Das Teil würde ich persönlich nie tragen, aber ich finde, Chrissy Teigen steht das großartig. Vor allen Dingen finde ich es toll, dass sie diesen krassen roten Lippenstift drauf hat. Der, weiß nicht, passt großartig zum Kleid. Es ist irgendwie, als wären da so kleine rote Teile in dem Kleid, dass der Lippenstift irgendwie aufgreift.
Finde ich sehr schön, auch ihre Haare dazu, dass sie so zurückgenommen sind, weil halt so viele Rüschen auch sind am Kleid irgendwie. Ja, betont auf jeden Fall wunderschön ihre Kurven. Großartig, gefällt mir. Dann haben wir hier Hailee Steinfeld in Vera Wang in einem blass-lila Ensemble. Und obwohl ja auch die Ärmel so halb sind, finde ich es wirklich toll. Ich finde, dieses Kleid sieht tipptopp aus. Das passt zu ihrer Hautfarbe und ihrer Haarfarbe. Sieht wunderschön aus. Sie sieht richtig aus wie so eine Märchenprinzessin. Das finde ich toll an ihr. Dann haben wir hier Claire Foy in An Erdem. Und das ist das interessanteste Kleid, das ich seit langem gesehen habe, würde ich sagen. Die Ärmel sind so Puffärmelartig und da sind so kettenhemdartige Details drauf. Und so ein blaues Band um die Taille. Interessant. Ja, kann man mal machen, ne? Interessant, obwohl es auch so einen weiten Ausschnitt hat und so. Es hat was. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch ihr Make-up und ihre Haare dazu super. Sofia Vergara. Wow. Kann ich dazu nur sagen, wow. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an einen Look, den Beyoncé mal getragen hat zur Met Gala. Also so ein Naked Dress Style. Steht ihr unglaublich gut. Kann sie echt machen und diese freien Schultern, das sieht echt toll aus. Auch ihr Dekolleté und ihre Figur und ihr Blick und alles. Toll. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass sie dazu noch Schmuck trägt, aber ich meine, warum nicht? Die Frau kann es einfach, die rockt das Ding. Dann haben wir Winona Ryder in Victor und Rolf in einem fürchterlichen schwarzen Kleid. Sie sieht einfach nur aus, als würde sie zum Wave Gothic Treffen in Leipzig gehen. Winona ist noch nicht Pfingsten. Finde ich nicht gut. Und die schwarze Tasche dazu auch? Also die Form ist schön, aber nicht in schwarz. Wow, Kerry Washington in Dolce & Gabbana. Das gefällt mir. Kerry Washington ist sehr schön und sehr schön geschminkt auch. Ich mag ihren dunklen Lippenstift. Der sieht nicht gothic aus an ihr, weil sie halt so einen dunklen Hautton hat. Ich finde es großartig. Auch dieses Gelb steht ihr großartig. Die Länge des Kleids finde ich tatsächlich merkwürdig. Ich weiß nicht, warum das genau dort aufhört. Ich weiß zwar nicht, was diese Schärpe da an der Taille soll. Das Kleid hätte auch ohne funktioniert für mich. Ja, ansonsten sehr schön. Irgendwie interessant auch diese Schulterpads. Strange, aber gut. Ich nehme es so. Ich nehme es so, wie es kommt. Wow, okay. Brie Larson in Rodarte. Rodarte, kann ich dazu nur sagen. Denn die Frau trägt ein knallrotes Kleid. Wow, okay. Und rote Lippen. Und sie steht auf einem roten Teppich. Wow. Warum hat sie keinen Schmuck an? Warum? Hätte wahrscheinlich nur noch mehr zu diesen Old Hollywood Vibes beigetragen, die sie mir hier übermittelt. Mit ihren goldenen Locken und ihrem roten Lippenstift und ihrem seidigen Kleid mit diesem Ausschnitt, mit diesem gewölbten. Genau, so einen Ausschnitt finde ich zum Beispiel gut, aber diese Geraden, die so rübergehen, finde ich ein bisschen abschneidend und nicht figurbetont. Und ich mag figurbetont. Finde ich schön. Wow. Also, haut mich um. Wahrscheinlich ist es ein bisschen moderner ohne den ganzen Schmuck. Keine schlechte Wahl, Brie Larson. Hier haben wir Anna Kendrick in Violett. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich kenne diesen Designer nicht. Ich sage mal, ab der Hüfte abwärts gefällt mir das Kleid. Ich habe nichts gegen so Schleppen. Und ich finde auch dieses Plissé sehr schön an ihr. Aber der Ausschnitt bzw. die Art, wie ihre Brüste da geformt sind und dann dieser Streifen hier quer rüber, sieht slightly strange aus. Und ich muss auch sagen, die Farbe sieht auch ein bisschen komisch aus an ihr. Wow, okay. Sarah Jessica Parker in Vera Wang. Ich kann nicht so ganz erkennen, wie das Kleid untenrum aussieht, nur dass enorm viel Stoff involviert ist. Wow, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu doll. Es ist mir einfach zu doll, Sarah Jessica Parker. Nicole Kidman und Keith Urban. Das finde ich mal richtig hübsch an Nicole Kidman. Ich finde Nicole Kidman nicht immer hübsch und ich finde auch ihre Kleider nicht immer hübsch. Aber das finde ich tatsächlich ganz hübsch an ihr. Wow, sieht ein bisschen zerfetzt aus hier unten. Ich finde das auch gar nicht schlimm hier mit den Straps hier oben und diesen kleinen Ärmelchen hier an der Seite. Ich finde, das sieht irgendwie süß aus. Vielleicht gefällt mir auch einfach ihre Haarfarbe und ihr Make-up und wie sie lächelt. Sieht irgendwie glücklich aus. Ja, finde ich toll. Ich liebe Glitzer. Why not? Justin Timberlake und Jessica Biel. Zum Thema Jessica. Sieht sehr künstlerisch aus, ihr Kleid. Sehr künstlerisch. Ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Außer, dass es unten ganz schön viel Stoff ist. Irgendwie, als hätte sie ihre Decke von zu Hause genommen, ihre Wolldecke, sich die einmal um die Hüfte gelegt und hätte so oben
nur so einen Schal genommen und den dann so festgesteckt. Und dann hätte sie noch irgendwelche kleinen Klimperkram-Sachen, die eigentlich an Taschen gehören, da dran gepinnt. Sehr weird, sehr künstlerisch, sehr kontrovers, dieses Kleid. Sehr kontrovers. Die nächste Person heißt Ruth Negger in Louis Vuitton. Das ist doch mal ein großartiges Beispiel für ein T-Shirt-Kleid. Die Ärmel hätte ich auch kürzer genommen. Sieht sehr futuristisch aus, wie aus einem Film aus der Zukunft, definitiv. Geil, mit diesem ganzen Silber steht ihr großartig, ich kann sie tragen. Ich bin ja auch eigentlich kein Fan von so Reißverschlüssen, aber sieht aus, als hätte sie hier vorne den übelsten Reißverschluss und es sieht gut aus. Dann haben wir Lily Collins. Wow, Lily, slightly übertrieben, würde ich mal sagen. Oben finde ich es gut, also so ab der Hüfte hoch. Unten finde ich es ein bisschen zu doll. Sieht einfach aus wie eine Disney-Prinzessin, da kann man doch wirklich nichts anderes zu sagen oder was. Dax Shepard und Kristen Bell in Jenny Peckham. Das Kleid finde ich toll. Das sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus einem Dinnerjacket und einem Kleid. Auch dieses Glitzern, das gefällt mir. Und es ist schwarz und es sieht trotzdem nicht aus, als würde sie zu einer Beerdigung gehen, wie Winona Ryder. Hier haben wir Priyanka Chopra in Ralph Lauren Collection. Wow. Sie sieht aus wie ein Schatz, aber ein guter Schatz. Es ist irgendwie voll schlicht. Aber dadurch, dass der Stoff so viel Glanz und Details hat, sieht es gut aus. Also es sieht nicht mehr schlicht aus dadurch. Tipptopp. Ich mag auch ihren roten Lippenstift, sieht gut aus. Zoe Saldana in Gucci. Sieht ein bisschen aus wie Pirates of the Caribbean. Oder was sagt ihr dazu? Ich finde, es sieht sehr nach Fluch der Karibik aus. Nur halt in rosa. Ich finde es toll. Kann sie machen. Finde ich gut. Fluch der Karibik Lady. Mandy Moore in Naim Khan. Wow. Finde ich richtig toll. Das würde ich auch tragen. Wow. Ich liebe dieses Mitternachtsblau, das sie trägt. Ganz toll. Ich liebe ihre Haare, ihr Make-up. Sehr schön gestylt. Wunderschön. Finde ich großartig. Ich mag den Ausschnitt irgendwie. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich finde auch dieses Cape sehr schön, dass ihr da über die Schultern fällt. Großartig. Auch dieses halb durchsichtige. Toll. Großartig. Und auch nicht viel Schmuck oder sowas. Ohrringe hat sie und ein Armband. Mandy Moore, so mein Style-Icon. Olivia Culpo in Zaher Murat oder was auch immer. Wow. Wow. Wo soll ich anfangen? Wow. Ne, Freunde? Oder was sagt ihr dazu? Das sieht aus wie so ein Van Gogh-Bild. Vielleicht ist es auch ein Van Gogh-Bild. Sieht übelst aus wie Kunst. Also das ist Kunst. Aber die Frau trägt das richtig gut. Olivia Culpo. Ihre Frisur erinnert mich tatsächlich sehr an so folkloristische Frisuren. Also dieser Mittelscheitel und dann hier hinten diese aufgerollten Teile. Und das starke Make-up passt super zu dem Kleid. Ich finde auch diese Brustpartie mit diesem Kreuz oben drauf geil. Sieht toll aus. Wow, das Kleid haut mich um. Das ist wirklich ein Golden Globe Award Dress. Wow. Ist auf jeden Fall in meinen Top 5. Ich glaube, mein liebstes Kleid, also meine liebsten Kleider vielleicht, es waren jetzt wirklich sehr viele, von Blake Lively, das fand ich sehr, sehr schön. Sehr auch innovativ irgendwie. Also sowas hatte ich noch nie gesehen. So ein Schal, der halt auf diese Art und Weise geschlungen ist. Beziehungsweise so ein Detail. Das fand ich sehr schön. Und dann das andere von Olivia Culpo fand ich auch sehr schön. Und natürlich von Mandy Moore, wie konnte ich das vergessen? Das ist aber so ein schlichtes Kleid, das würde ich halt selbst tragen, sag ich mal. Das von Blake Lively würde ich wahrscheinlich auch tragen. Ihr seht schon, ich liebe dunkelblau. Also das Kleid von Olivia Culpo hat ja eigentlich auch einen dunkelblauen Ton drunter. Ich bin überrascht, wie viele Leute so Glitzer tragen oder so helle Kleider. Oder auch dieses off the shoulder oder dieses mit diesen kleinen Ärmelchen hier an der Seite. Bin ich echt überrascht drüber, wie trendy das gerade ist. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein anderes Video von mir. Gebt diesem Video gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unbedingt meinen Kanal für mehr solcher Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!